Heute ist morgen. Was? Genau. Und damit? Ein herzliches Willkommen zu unserem Let's Play. Hey, jetzt komm! Oh. Ist ja wie im Kindergarten. Let's abwechselnd sprich. Together. Together. Willkommen zurück in Indien. Sind wir deppert. Im Heimatland von Vijay Mallya, von Narain Kartikeyan, von irgendwelchen Bollywood-Schauspielern. aber nicht und Kane. Du hast den bekanntesten vergessen, den es gibt. Echt? Ja. Shantok. Nein. Wen gibt's noch? Apu Nahasa Pima Pitilon. Scheiße, ja. Aber, und Ratsch habe ich auch vergessen. Scheiße. Ja. Siehst du? Ja, ich bin bereit. Glaube ich, ja. Boah, fuck. Rajesh Kutrapali. Ja, dass die Armen immer so verarscht werden. Moment. Wolle Rosa kaufen? Der war jetzt schlecht. Ich weiß. Wolle Formel 1 Auto kaufen? Ein Eulo. Ein Eulo. Ist genauso rot wie Rose. Lock and Loll. Das waren jetzt, glaube ich, die Japaner, oder? Ich weiß. Egal. Wir mögen doch alle. Pirelli. Was? Egal. Pirelli. Auf geht's in dieses Rennen. In Indien. Jo. Huch. Der war überraschend guter Start. Aber hier wird leider viel zu viel gepresst. Ey, komm! Ach, kommt, Leute! Hinter mir hat's, glaube ich, geknallt. Warst du das? Nee, natürlich nicht. Dann ist gut. Ich komm nicht an Hamilton vorbei, obwohl ich direkt in seinem Windschatten hänge. Dann ist gut. Wow! Ich hab dir gleich, dann ist gut. Ich glaube, das war gerade das Ausbremsmanöver des Jahres. Oh! 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 Hier fliegen Teile über Teile, hier stehen sie alle. Warum? Nein! Wehe! 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 Ja klar! Och Leute! Strafe? Ja, weil ich in jemanden reingeschubst wurde und hab ihn dann gedreht. Weil alle... Och nö, das... Ui! Das hat weh. Ja. Kinder. Pechpilz. Und ich kann hier absolut nicht mit Vettel und Button mithalten. Weil speziell die letzte Kurve, die habe ich jetzt noch, glaube ich, kein einziges Mal getroffen. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Bede kriegt keine Strafe. Puh. Gut, dass noch kein DRS aktiv ist. Aber wie ich die gerade eben ausgebremst hatte. Oh. Als die Kurve kürzt sich eigentlich regelmäßig ab, diese eine rechts, links. Kriegt keine Strafe. Aber ich kapiere auch nicht, wie die anderen da noch so viel schneller durchkommen.
KIs. Ja. Künstliche Intelligenz. Wobei das mit unterschiedlichem Maße zu beurteilen ist. Die kann sehr gut sein, die kann aber auch übelst beschissen sein. So. Der ist es verfügbar. Das ist schlecht für mich. Button fährt eine Sekunde schneller als ich. Ah, mein Vorsprung vor Rosberg ist groß genug. Terra schön. Verbremst. Ich glaube, das wird ein langes Rennen. Wieder habe ich mehr oder weniger abgekürzt. Hui. Ist auch nicht ganz leicht, hier die Kurven zu treffen, vor allem den Scheitelpunkt von manchen. Weil wenn man die einmal um Zentimeter verpasst, dann rutscht man wirklich richtig in der Gegend rum. So, wenigstens die Kurve scheine ich jetzt mittlerweile zu haben. Ach komm! Kein Flügel mehr, super. Oh. Was ist das denn für ein Dreck? Warum immer ich? Das frage ich mich. Das wüsste ich auch gern. Die halten so drauf. Das war schon sehr viel. Iceman ist an der Box. Iceman an der Box. Boah, Reifen dreckig und komplett den Grip verloren für die Kurvenkombination. Hui! Vielleicht ist das Auto auch nicht optimal abgestimmt für die Strecke. Ui, ich habe 4 Autos hinter mir. Einer davon ist auf jeden Fall Rosberg. Wer mich sonst noch verfolgt, kein Plan. Oh, jetzt habe ich die Kurve auch verpasst. Aber bisher kann ich sie ziemlich ohne Probleme hinter mir halten. Aber wahrscheinlich bloß so lang, bis ich dann irgendwann mal Sprit sparen muss. An die beiden nach vorne komme ich leider nicht mehr ran. Die haben am Anfang circa 4 Sekunden Vorsprung aufgebaut. Und dann haben sie jetzt immer noch. Also wenn die sich nicht endlich mal bekriegen, dann wird das nichts mehr hier nach ganz vorne. Die Box
Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp, diese Button Runde. Schon in der Box oder wie? Ja, genau. Ich werde aber auf jeden Fall eine Runde länger draußen bleiben. Ja, ja. Ja. Und hinter mir ist auch irgendjemand an die Box, weil es sind nur noch drei hinter mir. Hochinteressant. Nimmst du euch auch in diesen komischen Rechts-Links-Schikanen immer Gras mit? In der Einfahrt die rechte Seite, ja. Dann bin ich nicht allein. Oh, scheiße. Aber so ein bisschen immer nur, ne? So. Das, was ich gerade gemacht habe, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Das macht man normalerweise im fairen Rennsport nicht. Von der Auslaufzone einfach wieder reinziehen. Das ist leider so eine Sache, ja. Ich könnte jetzt sagen, das ist nur wegen der KI, aber das war jetzt einfach gerade nur unüberlegt, einfach wieder zurückgezogen. Red Bull hat ihm die härteren Reifen gegeben. Wie die KI, kannst du sagen. Hä? Ach so. Das macht die KI auch. Ja gut, dann wie die KI. Aber normalerweise begleicht man nicht Gleiches mit Gleichem, so auf die Art. Nur weil mich jetzt online jemand abschießt, weiß es nicht, ich muss ihn zurück abschießen. Habe ich auch nicht behauptet. Ja. Aber das ist nur so ein Beispiel, weißt? Ja, ja. Um mal ein bisschen eine ernstere Diskussion hier anzufachen. Was, Weiber auf zwei? Ja, wie sind der da vorgekommen? Okay, er hat wahrscheinlich auch seinen Stop noch nicht, aber trotzdem. Hui! Also heute bin ich auch wieder einige Male mit dem Heck am Rutschen. Das ist nicht mehr feierlich. Liegt aber an der Strecke. Ja, aber vor allem kurz vorm Abfliegen. Denk an deinen Boxenstopp. Wenigstens scheine ich die Strecke jetzt wieder drin zu haben. So, jetzt die scheiß Boxen einfach treffen. So. Mal gucken, wo ich rauskomme. Außer Weber kommt keiner hinter mir rein. Das ist gut. 3,4 Sekunden. Ja, hinter mir, ja. Da kommt einer. Das ist, glaube ich, Button. Und es ist nur Button, der an mir vorbeifährt. Vettel hab ich. Das ist doch mal sehr gut. Jetzt hoffe ich nur, dass ich mit den Reifen auch schnell auf Temperatur komme. Das geht relativ schnell. Mit den harten? Ach so. Stimmt ja. Weil ich hab den Vettel schon im Rückspiegel. Also Red Bull hat wieder total versagt beim Boxenstopp. Also kann man denke ich auch mal so sagen. Also ich zumindest habe nichts gegen Red Bull, aber Fehler, wie sie hier im Spiel machen, die muss man durchaus so bemerken. Der Vorsprung auf seinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht eher es nutzen, um dich zu überholen. Jetzt muss ich mich verteidigen.
Captain ist nicht so weit weg und er fährt mir auch nicht so schnell weg. Vielleicht kriege ich ihn doch noch irgendwie. Deine Vorderräder blockieren. Versuch die Bremsbalance nach hinten anzupassen. So, Vettel habe ich wieder abgehängt. Attackieren wir jetzt doch mal einfach mal die Spitze. Du liegst ganz knapp vor Vettel. Er ist dir dicht auf den Fersen. Entschuldigung. Gleich mal die Linie verpasst. Vor lauter Husten. So schlimm war es jetzt auch nicht. Ja, nee, es reißt im Hals, das ist das Problem. Tja, ich kann jetzt nicht mehr schneller wie vorhin mit den Weichen, aber die vorne zum Glück auch nicht. Also ich hab, wenn es gut läuft, Vettel sogar aus dem DRS-Fenster draußen. Ah, ich darf nicht zu aggressiv fahren. Die Reifen müssen noch 6 Runden halten. Oh ja. Das ist happig. Was ich auch glaube, so langsam festzustellen, vielleicht kriegen wir doch irgendwie Entwicklungen ans Auto, auch wenn wir immer noch kurzes Rennwochenende haben. Alter, jetzt wurde ich schon wieder abgedreht. Inwiefern? Weil, es kann ja nicht nur am besseren Verständnis der Autos liegen. Es, ich glaube, sie werden auch immer noch irgendwo ein bisschen besser. Zumindest ist so mein Gefühl. Oh, ich habe aufgeholt. Ich habe aufgeholt auf Button und komm weg von Vettel. Also, ich kann hier tatsächlich... Ach, dieser Wichser! Das zweite Mal schon! Entschuldigung für das... Vokabular. Kein Problem, ich mach das Video einfach zu USK 18. Ja, ich hab DRS. Also ich bin gerade total verblüfft. Ich kann ja jetzt tatsächlich um den Sieg fahren. Dann hau rein. Soweit mein Sprit das mitmacht. Willst du noch meine 3 Runden plus haben? Ja, hätte ich gern. Puh, aber in der einen Kombination, da komme ich echt immer ziemlich gut neben die Strecke. War fast schon unangenehm. Und wir überrunden. Und das ist meine Chance, das ist mein Glück. Oh, Kartikeyan! Scheiße, ihr seid in der Nähe von mir. Boah, Grip verloren im direkten Windschatten. Aber ich bin jetzt ganz nah dran an Button. Der hat da eine Menge Zeit verloren. Allerdings bin ich jetzt die letzte Kurve viel zu langsam durchgefahren. Okay, nicht ganz so weit. Aber wenn ich jetzt den Abstand halten kann, dann ist er auf der Gegengeraden dran. So. So? Ich hab ihn überholt. Sauber. So, ich bin im Windschatten und hab DRS. Und jetzt geht's ab die Luzi, oder? Oder? Oder?
ja. Hab ihn. Ich hatte gerade nur ein bisschen Bedenken, weil ich beim Anbremsen gemerkt habe, das hat gerade auch mein Ingenieur gesagt, dass ich Gummiabrieb an den Reifen hatte. So weit innen angefahren? Ja. Oh, Vettel ist jetzt wieder an uns dran. Ich glaube, durch das ganze Durcheinander mit Karte kehren. So, eigentlich will ich jetzt gerne wieder den Benzinverbrauch ein bisschen zurückdrehen. Und versuchen, die beiden da hinten zu kontrollieren. Gemacht. So. Wahnsinn, was sie noch für einen Grip haben, die Reifen. Ja, mich wundert es auch, was die harten Reifen für einen Grip haben. Das ist ja hier wirklich die härteste Mischung. Silber war 2012 noch die allerhärteste. Oh oh, Button ist ziemlich nah dran. Oh, er überholt, er versucht's zumindest, oder auch nicht. Das könnte noch heiß werden. Ich muss jetzt mein gesamtes Kers auf den Gegengeraden aufbrauchen. Mach einfach an den richtigen Stellen zu oder ein bisschen langsamer. Ja, mache ich auch. Also ich versuche jetzt die Schikane auf jeden Fall richtig zu nehmen. Da könnten sie durchschlüpfen, ja. Ist ja KI. Und die nächste Überrundung droht. Hatte ich auch schon lange nicht mehr irgendwie. Aber mit dem Sieg, wenn ich den jetzt heimfahren könnte, da würde ich der WM so einen Riesenschritt näher kommen. Button greift wieder an, er geht vorbei, oder? Oder? Ne, er geht doch nicht, oder? Doch. Ja, willst du jetzt oder willst du nicht? Er hat mich gedreht, das gibt's nicht. Er dreht mich um. Gerade noch gesagt, ich werde WM so einen Riesenschritt näher. Das gibt's nicht, Weber ist auch vorbei. Ich habe ihm Platz gelassen, hey. Hab gedacht, ich warte, hab ihm massig Platz gelassen und dann kommt der Schubser. Bin nur noch Achter. Ein Wahnsinn, hä? Vielleicht kriege ich die beiden noch vor mir. Zumindest Weber. Das wäre eigentlich schon ein Haufen wert. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Ja, normalerweise wird man Deutsch schreien, warum muss ich einer, der im WM-Kampf nichts zu tun hat, so einmischen in den scheiß WM-Kampf? Das ist doch ein Skandal da, du! Wo sind die deutschen Medien? Komm, ich hetz den Wasser und den Dammer auf dich, Button, da liegt ein Flügel. Wow. Ja, zu so brutalen Mitteln würde ich greifen. Oh, da vorne ist es langsam. Ich glaube, da hat's geknallt, oder? Da fährt einer in die Box, ein McLaren. Es ist Button. Button fährt in die Box. Kovalainen ist ganz langsam. Und ich bin an Grosjean und Weber dran. Ziehen wir jetzt leider erstmal weg. Ich darf jetzt auch nicht zu viel riskieren, die Punkte darf ich nicht auch hoch wegschmeißen. Okay, du musst ihn überholen. Du musst
Vielleicht kriege ich noch wenigstens irgendwie Grosjean. Oh, Verwarnung abkürzen, okay. Bin gerade aber auch am Limit. Ah, bremsen Sie mich da noch rein oder nicht? Nee, zu riskant. Muss ich akzeptieren, wegen einem dummen Manöver von Button. Kimi hat eine Strafe. Nee, wer hat. Kobayashi hat eine Strafe. Dann schalte ich auf jeden Fall so schnell es geht zu dir erstmal. Da bist du. Ich hab ihn. Ach, das war ein Quersteher, das hat man gar nicht gesehen. Boah, fuck. Die Reifen fangen jetzt an. Vorsicht, hinter dir kommt jemand. Oh, oh, oh! Da war Perez aber nah dran. Krieg ich da auch eine andere Einstellung vom Heck? Ah, stopp, da war eigentlich gerade ganz gut hier. Oh. Und das ist zumindest mal P17. Ich hab gerade auf die Rundenanzahl geguckt. Oder. 20. 6 Punkte. Achso, auch Strafe. Button Ricardo hat auch eine Strafe. Eine Strafe gekriegt. Das ist toll. Button hat auch eine Strafe bekommen, aber da er jetzt seinen Frontflügel wechseln musste. Kobayashi hat einen bekommen. Ja gut, Vettel gewinnt vor Rosberg, deutscher Doppelsieg, hey, Wasser, Danner, boah. Weber leider 5. Ich bin nur 7. Du, Kane, bist 20. Bedeutet Fahrer-WM leider immer noch ziemlich offen. Ich bin noch 34 Punkte vor Weber, 37 vor Vettel. Immerhin bei 3 Rennen ist es noch ein schönes Polster, aber trotzdem. Button ist mit dem Ergebnis dann natürlich raus. Du bist in der Fahrer-WM 14. Ja. Kartikian hat in der Saison 8 Punkte geholt. Wann denn das? Egal, auf jeden Fall Red Bull Konstrukteurswertung. 95 Punkte vor McLaren und 104 Punkte vor uns. Also da geht konstrukteursmäßig wahrscheinlich gar nichts mehr. Ah doch, die zweiten werden wir uns jetzt noch holen. Ja, McLaren holen wir uns auf jeden Fall noch. Los! Gut, dann verkraften wir mal dieses Rennen. Bis zur nächsten Woche. Ja, genau. Bis nächstes Mal. Ciao. Adieu mit Ö.